Seit 1. Mai haben wir das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Das allein ist schon ein Erfolgsmodell. 10 Millionen Abos sind abgeschlossen, viele 100.000 Neukunden. Wir wollen jetzt in Nordrhein-Westfalen dieses Ticket auch mehr Menschen zugänglich machen, vor allen Dingen Menschen, die Transferleistungen empfangen, also die nicht so viel Geld haben. Ein Sozialticket auf Basis des Deutschland-Tickets einzuführen für 39 Euro im Monat. Wir hoffen, dass wir das schon im Herbst hinbekommen. Dann wollen wir als zweite große Maßnahme gemeinsam mit den Kommunen ein Deutschland-Ticket für 29 Euro für alle Schülerinnen und Schüler einführen. Das wird die Kommunen keinen Euro mehr kosten, weil wir die vorhandenen Mittel für Schülerfahrkosten der Kommunen und des Landes dafür nutzen. Wenn die Kommunen mitmachen, dafür werbe ich sehr, dann würden wir ein ganz tolles Angebot auch gerade für junge Menschen schaffen. Weil wir machen Mobilität auch für die möglich, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, liebe Freundinnen und Freunde.